Herzlich willkommen in unserer Welt eines YouTubers. Meme Review, wo qualifizierte YouTuber ihre Meinung darlegen können. Ich bin nur hier, um ein bisschen rumzuschreien, okay? Natürlich hat die Band jetzt auch immer ein bestimmtes Datum, wann die auf jeden Fall rauskommen wird. No sooner than July 1st, and yet here we are on June 21st. Das führt natürlich dazu, dass einige YouTuber so ein bisschen aus ihrem Fluss rausgeholt werden, was sie normalerweise zu diesem Zeitpunkt so machen. Das heißt, wir machen jetzt eine Reaction. Weil die Liste schon draußen ist. Und das ist meine Schuld, oder was? I was making breakfast. I play you send your work time. This can't be a debate. Today is not the... No, this is not the day for debating. Bei einigen ist sogar erst das Licht aus. Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Bad. Da helfen wir nochmal ganz gerne nach. Hallo Leute, jetzt seht ihr uns vielleicht auch gerade erst. Die nächste Bandlist gibt's nicht eher als den 1. Oktober 2021. Das sind 3 bis 4 Monate ohne Free Content. Dennis, fass hier nochmal ganz kurz die Bandlist Predictions aller YouTuber zusammen. All das, was die anderen gesagt haben, hätte ich auch gesagt. Aber natürlich gab's auf der Bandlist auch einige Bewegungen und die gucken wir uns jetzt an. LP's Band, baby! LP's gone, let's go! See you later, LP. I mean, are you shocked? Alle Yu-Gi-Oh! Spieler, die gesamte Community hat danach geschrien, dass Dragon Link einen Hit bekommt. Endlich! This should have happened last list. Gott, das kommt circa 2 Jahre zu spät, denn jetzt habe ich keine Lust mehr auf Yu-Gi-Oh!, okay? Danke, danke. Breakfast! Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Sam seine Emotionen nicht unbedingt in Worte fassen kann. Aber was wäre eine gute Bandlist ohne einen etwas kontroverseren Bann? They banned Trident? Wow! No way! Trident ist verboten! Was soll denn Ditte, bitteschön? Ich sehe Drachzack nicht als aktuell die Problemkarte. Oh! Why? Why? Zoo wasn't even a problem. Zeus is the problem! Wenn du die besten Decks hittest, dann hittest du auch ein weniger gutes Deck. Wow! I didn't think they'd actually do it! Das haben wir schon, glaube ich, die letzten 2-3 Bandlists erwartet. Verschido, sorry. I have been asking for this card to be limited for, like, literally a year! Sam hat bei der Bandlist auch schön gelernt, was subtrahieren bedeutet. Wenn man einmal auf der Seite drauf ist, während die Bandlist Reaction Zeit da ist, darf man niemals von dieser Seite wieder runtergehen. Sonst passiert das hier. The website is stuck on loading. I can't get back on the page! Natürlich gab es auch ein paar Karten, die zurückgekommen sind. Hier ist eine davon, die für den Großteil wahrscheinlich nicht gejuckt hat. Außer für eine Person. Bevor was kommt über Joker! Danke, danke. Ballo! Bei der nächsten Karte, die auf 1 gegangen ist, gibt es einen kleinen Mythos und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo der herkommt. Ich bin ja 2. Mhm. Viele haben eh nur einen gespielt. Es gibt natürlich auch ganz viele, die 2 gespielt haben als Backup-Lösung. Nein, der wurde 3-mal gespielt. Deshalb auch die Reaktion der nächsten. Hell yes! Rocket ist immer noch spielbar und auch Dragon Link ist immer noch super spielbar mit dieser Karte. Für den nächsten Parts wird es von den Fanboys ein bisschen lauter, also vielleicht ein bisschen darauf achten. Mirage Stallion's back! Thanks! Okay, der, das war jetzt nicht erwartet. Ja. It's back! Was? Mirage Stallion! Wen interessiert Striker Dragon, wenn Mirage Stallion einfach wieder da ist, Freunde? Es ist etwas zurückgekommen, von dem niemand jemals damit gerechnet hat, dass diese Karte wieder spielbar wird. Und dementsprechend. Achtung, das geht auf die Ohren. Why? Let me wipe my eyes. Am I seeing this right? Shut the fuck up! No way! Oh my god, that's scary as fuck. Engage! What the fuck? Oh, 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 oh! No, no! Oh my god! No, she's back! No, her! What have they done? Oh, engage! No! 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 Fuck! On top! Breakfast!
Karte zurück aufs Feld gegangen ist, die niemand juckt außer Triff. Bei der letzten Karte weiß überhaupt niemand, warum diese Karte jemals irgendwie auf der Banlist gewesen ist oder weiß, was die Karte überhaupt tut, ohne es vorher nachzulesen. Eine Karte, von der ich noch nie was gehört habe. Die war banned wegen irgendeinem FTK? Ja, ist eine Karte vor meiner Zeit gewesen. Ich habe keine Ahnung, wo die gespielt wurde. Gefühlt niemand, warum sie auf 1 war. Jetzt bleiben zum Ende noch zwei wichtige Fragen offen, die jetzt gleich geklärt werden. Was ist mit Colossus? Was ist mit Colossus, Konami? Oh, that's it. Was willst du machen? Die perfekte Band ist... Fair enough. Falls euch das Video gefallen hat, Abo, Like, den ganzen Driss. Links in der Videobeschreibung. Immerhin habe ich ein bisschen rumschreien können. Falls euch das Video gefallen hat, dann aktiviert jetzt eure Geräte-Zauberkarte. I hate this banlist.